So, herzlich willkommen hier bei uns im Lila Salon. Wir haben jetzt auf dem Programm die Pressekonferenz der heutigen Begegnung, die lautete Tennis Borussia gegen den SV Lichtenberg 47. Endstand der Partie, wir haben es alle gesehen, lautete 1:1. Das Ganze fand statt vor 1053 zahlenden Zuschauern. Wir bedanken uns für diesen ordentlichen Besuch heute. Fast hätte es aus TB-Sicht geklappt, den Lichtenberger nach 16 ungeschlagenen Pflichtspielen die erste Niederlage zuzufügen. Dann ist es am Ende doch noch anders gekommen. Wir sind natürlich jetzt neugierig, wie die beiden Trainer das Spiel erlebt haben. Unsere Gäste, für unsere Gäste begrüße ich Uwe Lehmann, für Tennis Borussia Dennis Kutry. Das Wort geht zuerst an den Gästetrainer Uwe. Ihr habt ja gesagt, ihr fahrt ins Mauzestadion, um zu gewinnen. Jetzt ist ein Punkt rausgesprungen. Ich denke, angesichts des Spielverlaufs kann ich mir vorstellen, dass ihr den trotzdem ganz gerne mitnehmt. Oder wie siehst du das? Ja, erstmal hallo in die Runde. Erstmal freue ich mich, immer hier zu sein. Die wenigsten wissen das ja, aber wenn ich da jetzt ja ganz normal rüberschaue, ich habe ja auch mal hier ein Jahr Fußball spielen dürfen. Erstmal vielen Dank für den Empfang. Ich glaube, um auf deine Frage gleich zu antworten, dass es auch für das Maß aller Dinge, die ich heute gelesen habe, was wir hier sind, das absolute Norm ist, wenn man hier einen Punkt holt. Tatsächlich zum Spiel, ich glaube, dass die erste Halbzeit an das Große geht, wo sie deutlich besser Fußball gespielt haben, gerade mit dem Ball, viele gute Situationen, enge Situationen gelöst haben, verlagert haben. Ich denke natürlich, dass beim 0:1 mit dem Ball deutlich besser klären müssen. Am Ende ist es dann aber auch qualitativ sehr gut gemacht. Der Ricardo macht den dann, der dann zur Führung trifft, die war zu dem Zeitpunkt absolut in Ordnung. Und erste Halbzeit haben wir eigentlich noch eine klare Einschussmöglichkeit mit Mike Haubitz, der freistehend per Kopf nicht trifft. Dann sind wir in der Halbzeit mal kurz in uns gegangen und haben dann, denke ich, zweite Halbzeit deutlich offensiver und auch besser im Ballbesitz gespielt, auch deutlich schneller nach vorne gespielt und uns diesen Punkt in jedem Fall verdient. Ich glaube, dass wenn wir ein bisschen früher den Ausgleich machen, beispielsweise wie zu Wanze zum Beispiel, wir vielleicht auch noch die Chance haben, das Spiel zu gewinnen. Am Ende, denke ich, ist das in Ordnung, das Remis. Ich möchte meinem Kollegen Dennis Kutry auch erstmal für die Serie bis hierhin gratulieren, weil es nicht normal ist, mit einem ambitionierten Verein als neuer Trainer auch viele junge Leute spielen zu lassen. Ich denke, der Dolte Aktasch und Co. Also weitergehen und wir werden gucken, dass wir die nächste Zeit nutzen, uns ein bisschen zu regenerieren. Ich hoffe, dass wir mit Grüneberg noch einsteigen von Bremer jetzt nicht schwerer verletzt, das sieht auf jeden Fall nicht gut aus. Und dann gucken wir, dass wir uns wieder in die Spur kriegen und noch erfolgreich versuchen. Abschließend vielen Dank an alle Lichtenberger, die heute da waren, auch alle TB unterstützt haben. Ich denke, der Rahmen war für ein Oberliga-Spiel sehr, sehr gut. Da freue ich mich auf ein rasendes Spiel. Vielen Dank, Uwe Lehmann. Dennis, inwieweit kannst du dich dem Fazit deines Kollegen anschließen? Ja, also von mir auch erstmal hallo in die Runde. Ja, Uwe, danke für die Blumen. Wir waren ja mal Mitspieler, deswegen verstehen wir uns natürlich auch ganz gut. Wir haben früher auch mal zusammengekickt für eine Saison. Ja, ich kann das Fazit im Großen und Ganzen teilen. Natürlich, klar, für uns fühlt es sich ja, ein bisschen wie eine Niederlage an, muss ich ganz ehrlich sagen, auch wenn das Unentschieden komplett in Ordnung ist. Aber wenn man so 4-5 Minuten vor Schluss noch den Ausgleich kassiert, wo man davor eigentlich gut verteidigt hat oder vor allem fleißig verteidigt hat, dann ist es dann doch ärgerlich, zumal ja, Lichtenberg heute die Chancen, die sie hatten, haben liegen lassen. Und wir waren nicht in der Lage, das 2-0 zu machen. Wenn wir es uns hätten vorher ausmalen können, dann war genau das der Plan, dass wir dann durch den Konter 2-0 in Führung gehen und das Spiel hier gewinnen. Aber so ist es im Fußball und leider geht nicht immer alles so auf, wie man das plant und wie man sich das erhofft. Und da sieht man auch mal wieder, ja, wieder so ein junger Spieler wie BK Jagne, der durchaus seine Qualität hat. Der wurde vor 2 Wochen hier im Himmel gelobt, wo alle gesagt haben, der hat uns das Spiel entschieden. Heute hätte er noch mal einen aussetzen können, heute ist ihm leider nicht gelungen, aber das sieht man eben, wie es dann ist, wenn man mit jungen Spielern arbeitet. Ja, da sitzt halt nicht alles. Ich sag mal, Karim Benjamina hätte ihn wahrscheinlich gemacht, aber er war nicht in der Position. Nichtsdestotrotz bin ich stolz auf die Jungs. Ja, die haben 90 Minuten aufopferungsvoll verteidigt. Gegen den Spitzenreiter, das waren sie, das sind sie immer noch, mit 3 Punkten
Vorsprung. Und da wollten wir heute eigentlich versuchen, den Abstand zu verkürzen. Das ist uns nicht gelungen. Nichtsdestotrotz nehmen wir den Punkt mit, werden weiter arbeiten und versuchen, weiter Boden gut zu machen auf Lichtenberg, auch wenn es uns heute nicht gelungen ist. Auch von meiner Seite nochmal einen großen Dank. Ich denke, 1053 Zuschauer in der Oberliga ist nicht mehr normal. Ja, die Zeiten sind, glaube ich, vorbei. Da bin ich wirklich stolz, dass wir das hinbekommen haben, mit viel Werbetrommeln, mit Lichtenberger Fans, die auch mitgekommen sind und allen drum und dran. Also dafür auch von meiner Seite herzlichen Dank. Und ich denke, die Spieler auf dem Platz haben auch alles dafür gegeben, dass es ein würdiger Rahmen ist. Und dementsprechend wünsche ich allen ein schönes Wochenende und dann für die Lichtenberger kommen wir dann im Frühjahr, glaube ich, ist es oder fast schon im Sommer, in Soschke-Sterling und hoffen, dass wir dann dort gewinnen können. Vielen Dank, Dennis. Gibt es Fragen oder Thematiken? Das ist heute nicht der Fall. Dann können wir das schon für heute beschließen. Allerdings nicht, ohne nochmal auch von dieser Stelle Genesungswünsche rausgehen zu lassen, nämlich an unsere Nummer 8, Nimal Rayan. Der hat ja vergangene Woche, wollte er sich wieder ranarbeiten, eigentlich in der zweiten Mannschaft, hat sich dort schwer verletzt, wurde dann gleich operiert. Wir wünschen ihm von dieser Stelle auch nochmal alles Gute, möglichst schnelle Genesung, sofern das möglich ist angesichts der Schwere der Verletzung. Ja, alles Gute nochmal von dieser Stelle nochmal. Und obligatorisch natürlich der Ausblick auf die nächsten Partien. Nächste Woche haben wir dann erstmal Ligapause und stattdessen dann Pokalwochenende. Ist ja auch oft spannend. Und zwar geht es dann zum FC Polonia nach Tegel, Anpfiff der Partie am Sonntag, 18.11. 14 Uhr. Danach dann am Samstag nach Wismar und dann Freitagsspiel wieder hier in Mommse gegen den Malchow SV. Das Ganze dann am Freitag, den 30.11. Danke, dass ihr alle hier wart. Ich wünsche euch noch ein schönes Restwochenende und bis bald hier bei Tennis Borussia.